Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Und wir reden heute über Panos Cosmatos Horrorfilm Mandy. Und wie ich den fand, verrate ich euch natürlich nach dem Trailer. Serpent's eye, strange and eternal. I need you to get me that girl I saw. Do you know what to do? You're a special one. Mandy, I too am a special one. Let us be so very special together. So what you gonna do with that thing? I'm going hunting. So what you hunting? Crazy evil! You think you're so in love? I'll show you love. Oh man, they wronged you. You exude the cosmic darkness. Glowed from within, strange and eternal. Mandy erschien im Jahr 2018 in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte von Red Miller, gespielt von Nicolas Cage, der mit seiner Frau Mandy zusammenwohnt. Alles super toll. Im Jahre 1983 ist es angesiedelt im pazifistischen Nordwesten der USA. Und irgendwann kommen fanatische Jesus- und Höllenanhänger vorbei, vergewaltigen seine Frau und verbrennen sie vor seinen eigenen Augen. Und er denkt sich, Rache, ich muss mich rächen an diesen geisteskranken Fanatikern, schmiede mir eine eigene Axt oder beziehungsweise eine Sense und gehe auf die Jagd nach den Geisteskranken. Und das ist im Grunde die Geschichte in Mandy. Und wer jetzt denkt, boah geil, Nicolas Cage mit einer selbstgeschmiedeten Sense, der einfach irgendwelchen Jesus-Fanatikern die Rübe einschnetzelt, nicht ganz. Denn das Ding ist, der Film geht 122 Minuten und ist quälend langsam erzählt. Also wer wirklich einen konsequenten, kurzweiligen Horrorfilm erwartet, der bekommt das nicht. Weil hier gibt es Monologe, da bleibt einfach 10 Minuten lang die Kamera nur stehen. Und es gibt Synthi-Sounds der 80er Jahre, wo Leute auch mit irgendwelchen Vinylplatten durch die Gegend rennen und irgendwelche Songs rezitieren, während im Hintergrund die Farben von Blau zu Rot wandern und man quasi einfach nur einer Stimmung beiwohnt. Und erst gegen Ende kommt der Film aus sich raus. Dann wird der brutal, dann hat er seine blutigen Spitzen, dann darf Nicolas Cage auch mal wieder so typisch Nicolas Cage sein und mal schreien, overacten, komplett drüber sein, was man von einem Nicolas Cage natürlich sehen will und mag. Aber dafür braucht der Film zu lange. Und das ist so mein Problem. Ich finde, er ist zu lang.
das auf jeden Fall. Ich finde, er hätte sich manchmal ein bisschen sparen können, nochmal ein Rockalbum zu rezitieren. Das ist manchmal ein bisschen zu viel, vor allem, weil es eigentlich der Geschichte gar nicht nötig ist. Und es ist auch eigentlich egal, was mit der Frau von Rhett Miller passiert, weil sie ist eigentlich, wirkt eigentlich die ganze Zeit nur, als wäre sie auf Drogen und irgendwo psychedelisch durch den Wald gelaufen und dann in den Fängen von Jesus-Fanatikern gelandet. Von daher, irgendwie fehlt mir da der Bezug zu ihr. Klar, das alles am Ende mit der Gewalt und mit den Farben, mit der Musik ist saugeil und das hat Impact. Das wirkt alles wie aus der Zeit gefallen, aber man muss sich darauf einlassen. Der Film ist lang, man muss das wollen und wenn man das will, dann kriegt man auch einen guten Film präsentiert. Wenn man das nicht will, dann schläft man nach den ersten 20 Minuten ein. Für mich ist Mandy daher eine Empfehlung. Nicht komplett, weil Nick Cage ist halt toll und die Charaktere sind eher so Medium, genauso wie der Film halt einfach viel zu lange braucht. Aber im Großen und Ganzen habe ich damit Spaß gehabt. Von mir kriegt Mandy 7 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den irgendwo schon gesehen? Ihr könnt ihn euch leihen oder irgendwo in Streamern wahrscheinlich sehen. Dann tut das. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr ihn fand. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis morgen dann zu einer neuen Kritik. Und tschüss.